Hallo Leute, hier ist wieder der Xi. Uns gewährt mit Kirby's Dream Land Extra Game. Welches wirklich ziemlich, ziemlich krass ist. Hatte ich überhaupt nicht mehr so in Erinnerung. Da, du explodierst mal, hier bevor ich in die Explosion noch reinrenne. Ist doch sowieso egal, ich krieg doch sowieso wieder was ab. Aus irgendeinem Grund sieht dem sein Laser auch ein bisschen anders aus. Au! Nicht einatmen, Kirby, sondern... Ja. Genauso hatte ich das in der Planung. Ach, hier explodieren die. Also irgendwie haben die, glaube ich, da einige Sachen aus dem Extra... aus dem Extra-Game-Modus übernommen. Kann das sein? Kommt das hin? So, hier weichen wir so aus. Natürlich haben wir aus irgendeinem Grund kaputt gesessen. Den habe ich wieder nicht kommen sehen. Bitte, 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 geht nicht. Ich habe auf den Knopf gehämmert. Ihr habt es vielleicht sogar gehört. Ich habe auf den Knopf eingehämmert. So. Da kommen wir so drüber. Genau. Wie komme ich an diesem Vogel vorbei? So, da kommen wieder diese. Genau, kommt die wieder. Lassen wir die vorbeifliegen. Und da kommen wir auch vorbei. So, jetzt hat das Hammer nächstes Mal was bewirkt. So, was kommt jetzt hier noch? Es läuft alles so langsam, so langsam. Heilung, genau. Die kann ich gut brauchen in dem Spiel. Was? Die halt zwei? Was? Was ist denn mit... Gott. Hä? Nee, habt ihr mich wieder verarscht. Nö. So, hier möchte ich durch. Auch wenn hier wahrscheinlich auch wieder irgendwas ist, was mir... Ja, ja. Ja, 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 ja. Nicht nach oben, Kirby. Ich drück nicht nach oben. Überhaupt nicht. So. Geh doch weg, Kirby. Wenn der nicht will, kannst du drücken, wie du willst. Dann macht er auch nicht, was du willst. Entschuldigung, falls ich jetzt gerade ins Mikro geatmet habe. Ich bin hier nur gerade. Falle. Okay. Bin schon wieder auf ein Leben runter. Und ihr wisst genauso gut wie ich, was hier für ein Boss kommt. Und der ist auf dem Hard-Modus richtig, richtig übel. Ja, einfach mal auf gut Glück, ne? Der Fisch da unten beunruhigt mich. So. Wenigstens ist der Raum hier nett. So. Ja, bei der Frequenz schaffe ich sowieso nicht. Ah! Nein, nicht abheben, Kirby, du. Der macht mir Sorgen. Ach, das ist ein Wal. Ah. Da macht das Ganze schon viel mehr Sinn. Hab ich beim letzten Mal nicht gesehen. Und ich glaube... Sag mal, gab's nicht so eine ähnliche Sequenz auch bei Kirby Superstar?
Also, oder auch Funpack, mir egal. Ach, egal. Jetzt haben wir erstmal den Boss vor uns. Mieser als je zuvor. Ihr seht wieso. Seine Schüsse sind teilweise verfolgend. Er schießt schneller. Ich weiß jetzt nicht, ob er mir aushält. Wenn das täte, wäre es mies. Ja, ich hatte ihn fast. Fast. Aber fast ist halt leider auch nur fast. Ist das ein Stück Arbeit? Unglaublich. Na komm schon. Nein, nein, nein. Komm, 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 komm. Komm, den kriegen wir hin. Den kriegen wir. Ja. Ist halt nur eine miserable Bilanz für Mount Dedede, ne? Nur. Public Clouds. Extra Game. Da kam irgendwas. Mhm. Mach bloß nicht das, was ich dir sage, Kirby. Hör bloß nicht auf mich. Ist auch eine ganz schlechte Idee. Ich will dich nur vor Schaden bewahren. Ich weiß ja, dass du so ein kleines bisschen, ne? So veranlagt bist, dass du es gar nicht so schlimm findest. Ich find's halt nicht so toll. So, noch so eine böse Sache. Die Infrarot gesteuerten Schirme. Ja. Ha, okay. So. Jetzt haben wir genug gefällt. Jetzt darf's auch wieder gut laufen. Oben drüber, Kirby, genau. Was ist das überhaupt für ein Männchen? Das sieht aus wie ein... Oh, 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 explodier bitte. Danke. Und da ist schon ein neuer. Die sehen aus wie, weiß nicht, irgendwelche seltsamen Priester ohne Unterkörper. Ja, das kriegen wir schon hin. Gut, dass wir die einsagen können. Wenn ich mir vorstelle, wenn das nicht möglich wäre. Oh Gott. Ach so, da am Spielfeldrand war er noch. Kommt noch einer. Ei. So, und hier laufen kleine Links herum. Au. Ja, ja, schmeiß noch öfter durch die Gegend. Ist gut. Find ich super. Pelikane! Traurige Vögel. Tut mir richtig leid. Ach, die fliegen da hinten durch. Natürlich mache ich weiter. Ja. Glanzleistungen braucht ihr bei mir nicht zu erwarten. Jedenfalls nicht in diesem Spiel. Hä? Hat Kirby gerade irgendwie den Schaden abgeblockt oder habe ich mich da gerade verschaut?
So, hier will ich wieder oben drüber. Das schaffe ich, das schaffe ich. Hä? Ach so, warum beim letzten Mal nicht? Warum beim letzten Mal schon, meine ich? Und es wird langsamer und langsamer. Ui. Gut, dass die nicht springen können. Wenn die jetzt auch noch springen könnten, wie die 90er Kibbles, dann hätte ich ein arges Problem. Ein richtig arges. So, da kommt man so drüber. Wow. Das war knapp. Ha. Und wir sind in dem Gebiet hier. Was auf jeden Fall bedeutet, dass wir schon sehr weit sind, ne? Was sind das für Viecher? Nein! Kirby! So Reaktionslahm, das ist... So, wir benutzen natürlich wieder den Geheimgang. So. Ne. Gott, ich hab... Wahnsinnig... Schiss. Ach, die können auch noch schießen. Geh da rein, Kirby. In Gottes Namen. Okay. Verdammt. Und dann soll ich jetzt auch noch... Okay. Habe ich verstanden. Ist ja nicht zu viel verlangt. Okay. Nicht zu spät, nicht zu früh. Zu spät. Da muss ich auch noch richtig spucken. Okay. Und einfach irgendwo ins Nirgendwo. So, jetzt müssen wir noch mehr aufpassen. Spätestens jetzt, ja. Die Teile verfolgen uns. Jetzt haben wir sie irgendwie weggeglitscht, umso besser. Waddle-Dees können uns Gott sei Dank nicht so viel. Und auch gut, dass sie die nicht ersetzt haben, wenn ich mir vorstelle, da wären Waddle-Doos. Gott. So, da oben steht jetzt... Nee, tut er gar nicht. Da unten... Ich weiß nicht, ob da eine Maxi-Tomate wäre, keine Ahnung. Also mal hier. Müssen wir noch mehr aufpassen, denn die Sterne, die da runterfallen, ich glaube, die fallen jetzt ein bisschen blöder. Ein bisschen blöder für uns, quasi. Ja, genau, diese blinkenden. Da müssen wir aufpassen. Oder blinken die alle? Keine Ahnung. So, auf jeden Fall durch die Tür. Das war geschickt ausgewichen, obwohl es gar nicht so geplant war. Oh. Schnell in die Tür, schnell in die Tür! In die... Oh, Kirby. Aha, ja klar. Hol ich mir auf jeden Fall. Hol ich mir tatsächlich. Schön. So.
So, Cracko, wie funktionierst du? Au! Okay. Ah. Au! Okay. Ahaha. Okay. Okay. Vor dir habe ich Respekt. Ach du Scheiße. Oh Gott. Ja, wobei, wenn man die Taktik erstmal drin hat, geht er sogar. Ich muss bloß mit dem richtigen Timing springen. Ja. Ah, bloß. Ja. Genau das Problem mit dem Wörtchen wenn. Wenn es nicht wäre. Muss ich halt immer genau darauf reagieren, was er macht. Hä? Wieso habe ich den jetzt nicht erwischt? Was auch gut ist, wenn ich ihn mit einer Bombe treffe, ist er kurzzeitig paralysiert. Da kann ich dann auf sowas zum Beispiel besser reagieren. Nein, der war schlecht. Aber der Kampf ist für mich zum Beispiel schon mal deutlich einfacher als der gegen Wispy Woods. Wispy Woods, mein größter Gegner. Das hätte ich ja auch nicht erwartet. Yay. Auf dem Weg zum Mount DDD. Mit 4 Leben. Als erstes werden wir Wispy Woods erledigen. Ich muss echt sagen, Wispy Woods ist mit dieser Verstärkung verdammt schwierig geworden. Eieiei. Tja, aber wie auch schon auf einfach, um so zu sagen, wird dieser Level erst in der nächsten Folge folgen. Ich bin Axie. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Kirby's Dream Land Extra Game. Ciao, Leute.